Einfacher Soldat. So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Elex. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit das ist ja auch schon mal ein Ziel. Seit der Elixitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elixitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Er scheint uns nicht feindlich gesinnt zu sein. Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Converter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Ja, danke. Lol, wir können jetzt... Siehst du nicht, dass ich beschäftigt... Lager in Südabessa. Also es wäre dann... Das wäre ja eigentlich hier... Ja, das ist Lager? Oder hier am... Hier vielleicht. Nee, hier! Alter, da war ich noch nicht. Cool. Gut, wir laufen trotzdem weiter jetzt mal Richtung Ray. Ich muss einmal kurz das Spiel speichern unter Part. Oh. Da. Das noch drin ist, wegen dem PC-Absturz. Nee, Absturz war es ja diesmal nicht. Gut, dann laufen wir trotzdem jetzt weiter Richtung Ray. Ich will mal so ein bisschen schnell durch die Gegend laufen. Will nicht an jeder Bestie aufhalten, auch nicht jedes Kraut sammeln. So, ich will mal schnell die Teleporter freischalten, die mir in Erinnerung geblieben sind. 3 Stück sind's. Und, die haben auch alle 3 was mit Quests zu tun. Also jetzt gehen wir... Oh, ist das schön mit 2 Pfeilen. Den Kritter wegzukritten. Haha. an 3 Teleporter erinnere ich mich. Also die jetzt nichts mit den Nationen, nee, mit den Völkern zu tun haben. Bemerkenswertes Land. Ja, unglaublich. Oh, es lebt! Jetzt nicht mehr. Rippfedervieh. So. Du. Finde es manchmal ganz komisch mit der Musik. Irgendwie hört es sich manchmal an, als wären 2 Musikstücke übereinander gelagert. Hört sich ganz komisch an. So wie gerade bei der Gesprächskatzin mit dem Alp-Typi. Du bist ein Schakal, ne? Oh, Schakale sind böse. Glaube ich. Oder? Ich weiß gar nicht. Nee, es geht. Hatte ich böse in Erinnerung. Aber unser Holzpfeil ist zu mächtig. Oh! Was ein Hor... Alter, wie assi. Ich treffe natürlich nicht. Oh, Duras ist tot. Okay, dann bin ich auch weg. Tschüss. Wir sind eh gleich am Ziel. So schnell fliehen. So, schnell den. Das Wolfskraut mitnehmen. Uff, ganz wichtig. Heilkraut. Und da ist der Teleporter, der erste. Sandy Pines wurde aktiv. Oh, Fackeln. So, ich will gar nicht mit dir reden. Ich will die Fackel. So, bevor die Gegner jetzt kommen, schauen wir uns eine Cutscene an. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Erstmal abmurksen.
So, du Schwein, gib her die scheiß Ausrüstung. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Verdammt, sein Plan hat funktioniert. Wo ist meine Ausrüstung? Jetzt wieder voll freundlich. Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Okay, du Pisser. Ah, guck mal, Level Up. Ist das deine... Oh, ich hatte nicht wenig lustig vor. Oh, ich hätte nicht wenig lustig, vom nächsten Felsen zu stoßen. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Hä? Kälte gesunken? Dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Wieso hat die Antwort jetzt Kälte gesunken gegeben? Ich fand, das war schon kalt. Naja. 3 Jahre vor der Exekution. Nächster Flashback. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Und alles abmurksen. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Gut. Ich will das kurz nochmal machen, das war ganz komisch. Schnellspeicherung, wo haben wir das gespeichert? Ganz ehrlich, dass die... Ach, hier, bei dem Vieh. Ah ja, und da links ist der Hornwolf. Also klar, bei meinem selber Playthrough habe ich alle Dialoge geskippt, sonst wäre ich niemals in 7,5 Stunden so weit gekommen. Deswegen weiß ich auch ziemlich wenig von der Story. Die Cutscene habe ich mir auch nicht angeschaut. Die hat jetzt aber eigentlich gar nichts mit dem Typen zu tun gehabt. Ne, das war halt einfach so eine Cutscene. So random. Gut, also nochmal zu dem Typen. Ganz komisch, dass eigentlich... warte. Erstmal kurz die Katzen. Da. Hier. Ich hätte nicht wenig lustig, vom nächsten Felsen zu stoßen. Es ist für mich eigentlich sehr kalt. Aber kommt zur Sache, gibt es, glaube ich... Genau, das gibt Kälte hoch. Ja, ganz komisch. So, dann kommt nochmal die Katzen. Nochmal erschießen. Und... Piu. Gut. Jetzt haben wir die Kälte hoch und den beiden Leuten gefällt das nicht, was wir gerade getan haben. Erzähl mir erstmal von deinem. So. Also, wo ist meine Ausrüstung? Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit vollem Arsch. Sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Toll. Typen wie du werden immer von jemandem gejagt. Du werden immer von irgendjemandem gejagt. Aber die Sonnenbrille macht alles so viel cooler. Dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Ja, wir sind halt sehr wichtig. Etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Neue Mission, ein ausgekochtes Schlitzohr. Glaubst du wirklich, dass ich so einfach weglasse? Ich lasse dich hier einfach wieder weg. Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon.
Gut, warum soll ich so dämlich sein, dir zu helfen? So verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Gut, dann nehmen wir dich halt ins Team auf. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Ah, der hat was ausgefressen. Mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Ja, das wissen wir schon lange, das steht da oben. ich muss noch mal kurz den Sound. Ich habe Probleme mit dem Sound. Mach mal die Stimme noch mal höher. Musik leiser. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich Mensch, muss... Mensch, der hat nur Freunde. Wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber... Irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Ja, das ist gut. Also der ist jetzt erstmal da hinten irgendwo bei den Outlaws. So, da will ich aber noch nicht hin zu den Outlaws. Ich möchte erstmal alle Berserker-Sachen fertig machen. Oh, ein guter Löffel. Oh, ein gutes Messer. Oh, ein sandiges Handbuch. Ein richtig nice Krug. Da looten wir erstmal kurz hier alles aus. Ich würde erstmal kurz eine Elektrotechnik sammeln. Und zwar eine gibt es hier an unserem Startpunkt. Ja, der Rest ist ein bisschen weiter verteilt. Aber die an einem Startpunkt würde ich einmal kurz holen wollen. Gleich. Wenn wir alles. Hier war kein Durchkommen mehr. Huch. Nein, ich wollte die schöne Nachricht hören. Ach, fuck. Das läuft ja ein Radio auch noch. Ach, Rezept Asselfleischsuppe. Genau, das ist es. So, whoop, Klebeband. Das braucht man noch. Anleitung für einen Schrottscanner. Okay, eine Truhe und ein Spinn. Was haben wir denn hier Schönes drin? Das war wohl nichts. Oh, Dietrich ist kaputt. Also 1, 2, 3, 4. 1. Zu so einfach. Geht das. Zu einfach, auf jeden Fall. Ein Schrottsammlerhut. Dieser Hut schützt nicht vor Kugeln, aber vor der Sonne. Wäre auch nochmal Ausrüstung. Aber ich finde, unsere Sonnenbrille ist viel stylischer. Rezept Hochleistungssuppe. So, reicht es noch in dem Part, das Ding zu sammeln? Ja, nicht, wenn ich mich hier weiter aufhalte. Oh, Double Kill. Nice Scheiße. Teilschrott. Oh, was? Gibt da noch was? Nee. Oh, ein Klappstuhl. Da sind noch bestimmt zwei, genau, alte Münzen. Die sind übrigens auch noch so halblebig wichtig. Und das Spiel ist wieder abgestürzt. Was ist denn da los? Ah, zum Glück habe ich gerade gespeichert. Gut, dann sehen wir uns da wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel-Peter. Ich guck mal nach, was ist das Problem zu Ursula hat. Euer Hänsel-Peter. Ciao.